Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Wir haben zuletzt die Sachen weggepackt, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Die Frage ist, habe ich eigentlich irgendwas, womit ich diese heiligen Flammen irgendwie... Ich habe ja auch noch ein Cuttermesser, stimmt. Aluminiumschläger. Aber das kann er ja nur alles selber nehmen, das ist ja nichts verliehen. Die Weinflasche. Insektenspray. Nichts, was irgendwie so brennen könnte. Ich hoffe, wir finden dann noch was in dieser anderen Welt. Nochmal eben durchs Löchlein hier gucken. Wird wahrscheinlich nichts sein. Nein, und dann gehen wir wieder rüber. Wir müssen noch einmal zurück die Kerze holen. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Und die Kerze ist wichtig, wir haben keine mehr. Und dann können wir uns weiterhin in unserem Apartment frei bewegen. Von daher laufe ich jetzt nochmal eben den Weg zurück. So, da ist sie. Dankeschön. Und dann haben wir die auch. Ja, und dann gibt es hier halt auch noch einen Brunnen, ne? Das ist dann doch noch ein anderer Brunnen. Aber wir haben nichts, womit wir da reinleuchten könnten. Wir brauchen was zum Anzünden. Und dann könnte man auch in diese Brunnen leuchten. Wenn ich das richtig gezählt habe, haben wir davon zwei Stück. Aber das muss ich mir mal merken. Jetzt ruckelten jetzt hier die Framerate so. Hier oben rechts war ein Brunnen. Und oben links... Weiß ich jetzt gerade nicht. So, wir wollen wieder raus. Bitte jetzt nicht so ruckeln. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los hier? Warte mal, ich mach mal kurz einen Cut. So, ich hoffe, es läuft jetzt wieder normal. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, warum. Also ich habe jetzt kein Programm im Hintergrund an oder so. War jetzt hier noch was? Und was ist mit dem Vorlesekram? War das nicht hier? War das nicht hier? Wo sie nicht vorlesen konnte, weil es hier zuletzt Geister waren? War das noch einer davor? Ja, dann war das wohl hier. Ach ja, müssen wir ja wieder hier zurück. Haben wir ja wieder ganz vergessen. Komm, Eileen. Eileenchen, komm, 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 komm. Du bist ja da, das ist ja schön. Komm mit, komm. Boah, ich sollte mal echt was nehmen. Das mache ich jetzt mal. So. Komm. Was ist das? Was ist das nur für ein Wurm hier? Laufen wir jetzt überhaupt noch zurück hier? Eileen! Hör auf, mit denen zu kämpfen, sondern mach dich mal lieber ans Laufen. Guck mal, hier ist noch die nächste Belohnung. Oh Gott, jetzt kommt der auch noch dazu. Ja, nee, ist klar. Wieder durch. Ganz ehrlich. Eileen? Schön. So, hier ist das Auto. Motor läuft. Nichts los. Nichts zu finden. Geister, Geister. Komm, 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 komm. Irgendwas muss hier noch zu tun sein. Aber ich weiß nicht was. Was sind hier viele Geister? Scheiße. Ist hier irgendwas? Warte. Ein Heiligenmedaillon. Andersrum. Da wollen wir raus. Eileen. Eileen, ich finde es toll, dass du so eine Kämpfernatur bist, aber ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Waren wir jetzt oben unten noch nicht oder waren wir oben noch nicht? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Und beim Wishhouse lässt sich nichts mehr machen irgendwie, ne? Und was können wir denn anzünden? Wie können wir uns denn mal eine Fackel bauen? Hier ist der andere Brunnen. Warte mal.
Also doch da. Das heißt, in zwei Brunnen auf demselben Weg. Wenn wir jetzt die angezündet kriegen, Leuchtkraft und... wo kommst du denn her? Oh, die erschrecken mich echt immer mega. Framerate, was ist los mit dir? Scheiße, doch nicht jetzt, wenn Gegner da sind. Inside Lupe. Okay, funktioniert toll. So, Spiel, könntest du jetzt bitte mal wieder laufen? Sorry, dass ich euch aus dem Kampfgeschehen gerade rausholen musste. Die sind auch noch nicht besiegt. Und Geister kamen auch noch dazu, aber ich komme hier gerade nicht aus dem Geschehen raus. Ich check's gerade nicht, was hier los ist. Sie wollte ja auch unbedingt zum Wishhouse, aber hier ist ja nichts. Kann man auch nichts machen. Was wollen wir jetzt hier noch? Oder haben wir hier noch beim Rollstuhl irgendwas vergessen? Kann man hier noch was mitnehmen? Ich meine, das ist schon leicht eklig bitter. Kannst du hier irgendwas machen? Kannst du hier das Medaillon einsetzen? Kann ich hier nicht verwenden? Okay. Nee, das wäre auch etwas merkwürdig. Sie sieht irgendwie auch angeschlagener aus jetzt, Aileen, als vorher. Das ist echt scheiße. Aber ich kann auch nichts dafür, dass sie immer da alleine stehen bleibt. Und einfach anfängt, da rumzukämpfen, ganz ehrlich. Ja, ich bin verwirrt, was wir jetzt am besten eigentlich machen. Ich nicht weiß, wo wir jetzt eigentlich schon waren. Wo ist Walter? Der Arsch. Na, hier waren wir schon, weil hier Gegner tot sind. Hier waren die Hunde. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Nee, dann, wenn ich hier schon war, das bringt nicht viel. Es bleibt eigentlich nur noch der Weg mit dem gruseligen Typen, der uns angeknallt hat. Und der war nicht ungefährlich, der Weg. Ich meine, das ist der hier links von uns gewesen. Hast du das schon gelesen, Aileen? Nee. Here goes. October 15th. Bob is gone. Nobody will tell me what happened. I bet... Ugh, I can't read any more than that. Okay. Komm mal mit. Hier ist er doch, ne? Der schießt doch jetzt hier auf uns. Hä? Nicht? Ach, ich bin jetzt denselben Weg reingelaufen. Das war jetzt Panne. Echt jetzt? Warum habe ich so einen schlechten Orientierungssinn? Komm mal wieder mit. Ich wollte ja den anderen Weg nehmen. Ich habe mich jetzt ablenken lassen von der Schrift, glaube ich. Ich wollte ja hier rüber. Und wir kamen jetzt hier gar nicht rüber, ne? Wir müssen hier kurz einen Umweg nehmen. Komm mal mit. So. Hier wollen wir nämlich hin. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Aileen. Oh. Da ist er. Oder? Nee. Ach, hier sind wir wieder. Welches ist denn der Weg, wo er rumgeschossen hat? Da bin ich nämlich weggelaufen. Das war der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Was ist das hier? Ach, das ist eine Laterne. Laterne. Hä, wo waren wir denn dann noch nicht? Oben links, unten links. Nehmen wir mal... Ja, dann nehmen wir die Tür. Das wäre dann... Da kommen wir doch auch gerade her. Dann bleibt doch nur da rechts. Dann müssen wir mal nach rechts. Hier müssen wir mal lang. Aber da waren wir doch auch schon. Komm durcheinander. Guck mal, nee. Aber hier wollte ich im letzten Part am Anfang, glaube ich, hin. Und dann hat er geschossen. Hier bin ich. Ja, komm, hier versuchen wir das mal. Bist du hier? Ja. Bestimmt bist du hier. Weil hier sind Viecher. Die ist doch gut, ne? Praktisch, diese Aileen. War das wirklich hier?
Vielleicht finde ich aber hier noch was, was wir noch übersehen haben oder so. Steht hier noch was? Nee. Vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg, müssen nur weiter. Ja, hier ist er. Komm, Aileen, komm, 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 komm. Diesmal trauen wir uns, komm. Schnell. Darf uns nicht kriegen, er darf uns nicht kriegen. Was ist hier? Was zum Lesen? Aileen, für dich. Komm. Here goes. October 13th. I finally got outside. John is still stuck in that round cell. I hope I read well tomorrow. Ja, also da will jemand unbedingt was lernen. Ein Arm ragt aus dem Boden empor. Oh Mann, Gott sei Dank, es ist nur eine Baumwurzel. Ja. Du meinst. Was ist hier? Ah, noch mehr. Here goes. October 14th. I did a good job reading today. I was so happy. But the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother was hard. Und der andere Text? Here goes. October 16th. Some important people came today. One of them, it's cut off. I can't read anymore. No, kannst du es nochmal lesen? Nee. Sie wiederholt das leider nicht, aber okay. Ein Nährstoffdrink. Mehr kann er aber nicht tragen, das ist schön. Wie immer freue ich mich da total. Es steht hier auch noch was? Ja. Vorlesen. Here goes. October 17th. The important lady told me my mother was asleep in Ashfield. I have a mother too. I'm so happy. I want to see my mother. Where is Ashfield anyway? Na, bei uns natürlich. Ja. Schön, dass es wieder mega scheiße hier läuft gerade. Und schön, dass wir hier immer noch so eine heilige Flamme haben und nicht wissen, wie ich sie anzünden kann. Und wir haben einen Brunnen. Und es ist immer zu dunkel. Wir brauchen eine Fackel, die ich echt... Ich kapier's nicht. Sonst werde ich mich echt mal erkundigen, was ich übersehen haben könnte. Denn wir hätten ja jetzt schon längst durch sein können. Wir hätten ja irgendwas einsammeln können. Ja, ich gehe wieder zurück. Abpostmarsch. Loch. Speichern. Kerze einsetzen, eventuell wieder. Mal gucken. Scheiße. Scheiße. Das ist richtig eklig, hier aufzuwachen und die ganze Wand ist hier voll. Scheiße, schnell vorbei. Ich gehe hier weg. Ich gehe da gar nicht erst hin. Ich gucke da gar nicht erst hin. Ganz. Scheiße. Nein. Das ist richtig assi. Das ist richtig gemein. Oh nein, 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 nein. Aber wir können noch schnell speichern und wir können auch noch schnell in die Kiste. So viel Kerzen habe ich gar nicht für die ganzen Geister. Oh, das ist fies, ne? Das ist eigentlich voll mega fies. Wir haben 6 Nährstoffdrinks. Echt jetzt? Dann müssen wir eigentlich echt mal welche verbrauchen, ne? Als sie immer nur zu bunkern. Und 2 Erste-Hilfe-Kästen haben wir auch noch. Eigentlich können wir ruhig drauf lostrinken. Tja. Braucht er nicht einen? Ach ja, hier. Ja. Hat sich schon erledigt. Ist egal. Okay, ein neuer Nährstoffdrink reicht ja erstmal. Wenn es brenzlig wird, laufe ich weg.
Kerze einsetzen, wo? Ich finde, wo ist es denn schlimmer, da oder im Schlafzimmer? Ich finde es im Schlafzimmer fast blöder, weil wenn man da aufwacht und, ja, das war jetzt auch schlau, wenn man da aufwacht und dann sind da direkt Geister oder so und ich verwechsel immer die Türen. Das ist auch scheiße. Das schlechte Gefühl wird schwächer. Es muss dieses Medaillon sein. Okay. Stimmt, wir haben noch ein Medaillon. Aber du hast auch noch eine Kerze. Aber es ist auch blöd, wenn man durch das Apartment geht. Also hier kann ich auch noch schnell wegrennen vielleicht. Aber wenn hier erstmal Geister drin sind, ne, dann wird es richtig scheiße. Das ist ja nur die Andeutung eines Geists. Und dann, wenn die hier erstmal rumfliegen, ist es schön. Ja, da kommt die ganze Wand ins Wackeln. Oh, ich weiß nicht, wo es wichtiger ist, ne? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal hier drinne. Ich nehme es mal hier, weil wir hier auch speichern müssen. Und wenn hier drinne einer flattert, vielleicht habe ich ja Glück und er kommt nicht durch, wenn man im Schlafzimmer ist, sodass man da schnell die Tür zumachen kann. Ich weiß es nicht, ob das klappt. Kannst du sie nicht hinstellen? Kannst du sie hier nicht hinstellen? Stell sie hier hin. Bei der Kerze, du bist bei der Kerze, du musst dran glauben, glaub dran. Guck mal, jetzt gehen sie weg. Gehen sie weg? Warum sind die dann noch da, die Löcher? Das ist voll gemein. Ich habe eine Kerze aufgestellt. Robbie, sag mal was dazu. Ja, ja, sie sind weg, okay. Die Kerze hat wieder gesiegt. Ich gehe speichern. Was mache ich nur mit... Ja, was mache ich nur mit... Ja, Fackel und so. Das ist schon ein bisschen blöd. Sollst dir das nicht angucken? Du sollst dir das nicht angucken, du sollst durchs Loch gehen. So. Das ist schön, jetzt haben wir wieder davon zwei. Sind aber immer noch nicht weiter, ne? Kannst du das anzünden vielleicht? Dieses, genau, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja, schön, jetzt rüste das ruhig mal wieder aus. Das kannst du hier nicht verwenden. Wo kannst du es denn verwenden? Ach, was haben wir denn bloß übersehen? Wir waren doch jetzt schon überall. Wie kriege ich Leuchtkraft hin? Vielleicht irgendwo da, wo Holz war und sich dadurch eine Fackel bauen? Und ich hab's nur noch so. Und ich hab ja eine Axt. Kann ich mir nicht ein Holz abschlagen oder so? Wäre doch auch eine Idee. Was siehst du hier denn? Guck mal. Silberkugeln. Okay. Damit kann ich Geister töten. Das ist gut. Zum Beispiel... Ach nee, ich kann ja nicht... kannst du hier nicht bei der Hand was machen? Das da verwenden? Das rüsten wir mal wieder aus. Ja, Silberkugeln. Man kann ja keine Waffen leider benutzen im Apartment, wenn da ein Geist käme und man hat keine Kerze mehr. Aber das geht ja leider auch nicht. Guckst du hier noch irgendwo hin? Ja. Hast du das schon vorgelesen oder? Oder nicht? Anscheinend schon, ne? Ja. Ich glaube nur von der anderen Seite. Ja. Okay, dann komm mal wieder mit. Können wir ihn mal töten hier? Den Arsch? Hallo. Na ja, schön. Nein. Boah, nee. Ich muss hier weg, 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 weg.
klappt super. Eileen! Da? Ja. Was haben wir hier übersehen? Mach dir doch einfach ein Stück Ast ab, rein in die heilige Flamme halten und los geht's. Aber funktioniert ja leider auch anscheinend nicht. Tja. Können wir mit diesem Medaillon was machen? Gibt es hier irgendwie eine Vertiefung? Irgendwas. Möchtest du das Medaillon? Kann ich hier nicht verwenden. Hatte ich das schon ausprobiert? Bestimmt, ne? Tja. Stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Irgendwo muss ich hin, wo ich noch nicht war. Oder ich war ja schon überall und hab irgendwas noch nicht eingesammelt. Vielleicht auch in dieser Fabrik oder was das war. Da, wo der kleine Walter war. Vielleicht beim See hier oben rechts. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht, was ich übersehen habe. Oder muss ich auch vielleicht durch alle Löcher steigen? Aber war ich doch. Ich bin doch überall eigentlich reingegangen, oder? Ja, ich werde mich mal schlau machen, weil fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, was ich machen kann. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.